Willkommen, Sternenreisende, in der Galaxie WB05 und auf der Ätherfrequenz des YouTube-Kanals von Writing Bull. Wir sind hier in der Galaxie WB05 mit 12 Spielern und 6 Moderatoren aus der Community von Writing Bull, um ein gar großartiges Multiplayer-Rollenspiel-Event zu veranstalten. Schon zum 4. Mal. Man möchte denken zum 5. Mal, aber WB01 war noch kein RP-Event. Aber ich fange an zu schwafeln. Mein Name ist Durun übrigens und das ist meine charmante Mitmoderatorin, Kari. Einen wunderschönen guten Tag. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei dem Reich, das die Kari im Moment im Griff hat, in ihrem gar großartig eisernen Griff. Die Reiter der alten Reinheit, aber die sind erobert worden in einem Krieg. Mit dem Reich der Strygos sind die erobert worden, von den Strygos. Genau, in Zusammenarbeit mit den Jedi, dem Orden des Zwielichts. Und wenn man sich die Karte so anguckt, da ist nichts mehr mit ich ergebe mich. Sprich, ich entsende mal eine Kapitulation, ich habe eh keine Chance mehr. Alles besetzt, entsende die Kapitulation. Wir gehen ein bisschen raus und es geht alles einfach ansatzlos zu den Strygos über. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das sind einfach alles jetzt sofort Bürger des Strygos. Schnief, ich habe das Spiel verloren. Ja, du bist nicht mehr. Du bist jetzt wahrscheinlich auch rausgeflogen oder was ist? Nein, ich bin jetzt im Beobachtermodus. Das ist das Schöne, man kann einfach weiterklicken und man ist Beobachter. Ja, das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Ich hätte auch sagen können, Ende, dann hätte ich jetzt Tschüss gesagt und wäre ins Bett gegangen. Nein, Scherz. Ja, total, auf jeden Fall. Nein, aber ohne dich, Kari, kann ich das nicht. Ohne dich, Kari, kann ich das nicht moderieren. Also, der einzige Grund, warum ich hier bin, ne? Ja, genau, und so. Ja, ich muss halt ein bisschen schleimen. Warum müsst ihr nicht wissen? Aber ich muss schleimen heute. So. Na denn. Alles gut. So. Ja. Okay. Aber die einzige Veränderung jetzt zum ursprünglichen Ausgang ist, ich habe in Rego natürlich ein bisschen was umgebaut. Mal sehen, ob er es mitkriegt. Und Mios wurde jetzt an die Strygos untergeben, anstatt an die Ashariel. Das heißt, die beiden müssen sich dann mal untereinander unterhalten. Haben, wollen, können, wollen, tun. Genau. Und ja, du hast da ordentlich was umgebaut, ja. Tupti-du. Unter anderem natürlich eine Raumstation, weil ich musste ja auch ein bisschen Energie machen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man direkt so quasi neu startet und erstmal direkt so 8 Systeme hat. Ja, das stimmt. Das ist erstmal sehr seltsam. Da muss man erstmal den Haushalt in den Griff kriegen. Genau, und Mios. Noch ist es hier von den Strygos, aber es soll wohl übergeben werden dann. Schauen wir mal, wir werden sehen. Warten wir es ab. Was würde ich persönlich als Strygos nicht machen, weil neue Sklaven. Ja, ich würde gerne meinen, also es endet doch eine ganz neue, gar herrlich leckere Sklavenrasse. Aber ob halt die Ashariel das so knorke finden, wenn an ihren am Hals ihrer Kollegen rumgelutscht wird, dann weiß ich nicht. Ne? Also ich bin mir da nicht so sicher. Am Hals schon kommen, das machen doch nur Noobs. Die werden fachgerecht zerlegt, ausgeschlachtet und das Blut abgezapft. Und dann solche schön ins Glas und so. So läuft das. Ja, natürlich. Okay. Wenn schon, dann professionell. Ja, oder auf so, oder, ja, da, jetzt verstehe ich. Und Blutwein ist dann halt das ganz besonders gute Zeug halt. Mhm. Noch ein paar Monate im Fässchen gereift und so. Ja, damit es auch richtig lecker wird. Okay, das Schöne ist, dass ich jetzt auch alles wieder sehen kann. Ach, dieser Geschenkgesicht ist echt grausig, wenn man Beobachter gewohnt ist. Ja, das ist, du warst so verwöhnt von der Beobachtersicht. Da musstest du jetzt erstmal jetzt wieder aufatmen, dass du die wieder hast, ne? Genau. Ich sehe auch gerade übrigens das Zinn-Imperium Yutan, die haben sich da richtig Beute mitgeholt. Meine Güte. Wow. Ja, also das hat sie ja noch nicht mitbekommen, genau. Yutan ist natürlich ein ziemlich fettes Stück, dafür, dass es nur ein System ist. Gut, das sind ja inzwischen sämtliche Vorläufer-Dinger. Es ist ja nicht nur so, ich habe die Cybrex nix, ich kann mal neu anfangen. Das habe ich früher halt sehr häufig gehört, sondern inzwischen lohnen sich wirklich alle Vorläufer. Man kriegt zwar nicht unbedingt eine Ringwelt, aber richtig viele Ressourcen auf jeden Fall immer.
Ja, und je nachdem, wann man diese Systeme halt auch besiedelt, wirkt sich das halt sehr stark aus, finde ich. Das macht viel aus. Ah. Auf jeden Fall, vor allem, wenn ich mir so bedenke, so 24 Mineralien. Puh, holla. Holle de Waldfee, ne? Aber die Frage ist ja jetzt, wo das geklärt ist, wo die Reiter ausgemerzt sind, was ist das nächste Ziel? Weil es muss doch ein nächstes Ziel geben. Immer. Jederzeit. Gut, das Ziel der Reiter war natürlich, ganz inoffiziell selbstverständlich, den Parasiten ein bisschen zu verbreiten. Das haben sie Ach mit Hilfe nein, von, also nein. na, das haben sie mit Hilfe von diversen Migrationsabkommen gemacht. Das ist doch. Vier Reiche Ach. haben angenommen. Vier Reiche haben angenommen. Dorthin hat sich der Parasit verbreitet. Ich fühle mich irgendwie Yeah. bei dieser Idee irgendwie immer noch an diese eine StarCraft-Mission erinnert, wo man nur mit einem einzigen Symbionten quasi ein Schiff der Protoss Oh infiltriert Gott, hat. ja. Erkennst du die? Die ist Ja, großartig. Ich liebe genau. die. Bis sie dann am Ende zur Königin wurde. War total schlimm, diese Mission eigentlich, aber es ist halt, es war aber mal wirklich innovatives Design, also so ist Ja, auf jeden nicht, ne? Fall. Das Ich ist fand halt das Ende schon natürlich so ein bisschen wie so: aber Meisterin, wir haben es geschafft. Meisterin? so Meisterin? Stille Meisterin, also so Okay. Wir irgendwann wird dieses Schiff eine neue Welt erreichen und haben. dann Es ist halt dieses, okay, wir haben übrigens eine Aufgabe, ne? Also wir müssen jetzt die Protoss vernichten. Okay. ja, stimmt, die haben ja dann am Ende beschlossen, dass die Protoss jetzt, ne? Es war halt ihre Aufgabe, Ja, eben. dementsprechend. Führen sie die einfach nur weiter, ne? Ach ja. Ist das nicht schön? Ja, aber wir werden sehen. Vielleicht sehen wir ja genau diese Zerg auch bald, ne? Wer Ach weiß. nee, Zerg müssen jetzt nicht sein. Keine Psioniker. Was? Keine Psioniker? Ich will aber Psioniker. Psioniker sind toll. nein, es wurde nur gerade mitgeteilt, dass dieser Parasit Psioniker nicht befällt. Was? Echt? Jupp. Interessant. Das heißt, die Psionika-Völker werden jetzt verdächtigt. nee, es kann natürlich auch einfach sein, dass der Wirt sich, dass der Parasit sich stattdessen einfach instant tötet. Möglich. Dann müssten Ob das so alle. viel besser ist. Nee, also ich glaube, das würde ich nicht wollen. Als so irgendwo plötzlich tot ist nicht immer so ganz großartig. Das ist nicht so mein Stil. Nicht mein Thing quasi. Ja, ich finde es halt einfach schön, dass dieses dieser spielerkreierte Plot gerade solche Ausmaße hier annimmt. Wir haben es ja einfach nur weitergesponnen aus dem, was die Spieler uns gesagt haben. Richtig, das stimmt. Ach, ist das schön. So, Freunde der Nacht. Und ich kann immer noch nicht so ganz glauben, dass unten im Gebiet der alten Reinheit, da beim ewigen Rat, dass da immer noch so ein Frieden herrscht. Das ist irgendwie so, warum erobert da keiner gegenseitig was? Ja, ich bin auch überrascht. Also gerade diese ganzen kleinen Teile hier, die könnte man doch wunderbar vereinen unter der Kontrolle von einem und dann endlich den Sack zumachen. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass das Zinnimperium da unten mal so ein Ja, bisschen genau, das ist marodiert. hier die Leute. Aber, Ja, aber irgendwie sind die da sehr friedlich. Also ich weiß ja nicht, ob das wirklich wahre Stärke ist, wenn die Zinnen hier unten so friedlich, einheitlich zwischen den anderen Dingern sitzen und das nicht einfach mal einnehmen für sich. So als Machtdemonstration. Ne? Naja. Aber wie gesagt, Nun, das der ist. Händler wollte und nur eine Handelsstation, das macht Sinn. Die Syllo, ja gut, die Musst du nicht. Bürokraten halt. Die haben sich da ein bisschen, Bürokraten. ja, die haben sich da halt ein paar Bürokratie. Ressourcen geholt, aber ja. Das Man hätte auch denken können, dass der Enderon Hive da mal ein bisschen wildert, um halt sein Gebiet da ein bisschen zu vereinen. Aber, Langweilig. Im wahrsten Sinne des Wortes leider, ja. Aber ich bin gespannt, weil die Galaxis hat immer wieder eine Überraschung für einen parat und die nächste wartet bestimmt nur.
darauf, von uns entdeckt zu werden. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Der alte Schrecken ist ja weg. Hier. Der was ist weg? Hier ist der Gott. Schrecken aus der Leere. Wie heißt er denn? Ach so, ja doch, das haben die doch ganz am Anfang schon erzählt. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das kommt davon, wenn man da woanders ist. Allerdings, Aufmerksamkeit ist alles. Das merke ich gerade auch. Ah, so. Aber jetzt ist halt die goldene Frage, wie sich, wer als nächstes dran ist. Wer wird als nächstes geschluckt? Wer muss als nächstes blechen? Und da wurdest du ganz plötzlich sehr laut. Moment mal. Was? Ich bin laut? Nein, ich kann mich wieder auf normale Distanz zurückkriegen. Ich habe gerade aus Versehen am Rädchen vom Kopfhörer gedreht. Oh, also, so. Auf einmal wurde es sehr laut. Au. Das war dann so Trommelfell zerfetzend quasi. Ja, yes, ouch. Okay. Ich bin begeistert. Ich kann mit meiner Stimme anscheinend Trommelfälle zerfetzen, wenn sie nur laut geworden sind. Ja, ouch. Aber gut, das kann jeder. Wenn man es hoch genug pitcht und so. Ja, ja. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ist diese Galaxie ausgesprochen friedlich. Ich meine, ab und zu marodieren die Zinnen ein bisschen. Wir sorgen hier ab und zu mal für ein bisschen Unfrieden, aber Unfrieden. Das kenne ich so gar nicht. Wir? Unfrieden? Nein. Niemals. Wir sorgen doch nicht für Unfrieden. Das würden wir doch nie tun. Das wäre doch gar nicht unsere Natur. Irak. Ach. Ach, Nuro, weißt du, das ist halt immer so. Nee. Manchmal versteht man die anderen Völker einfach nicht. Nee, weißt du, so, sie könnten alle leben wie wir, in Frieden und Eintracht, mit viel Spaß. Man muss sich nicht immer die Köpfe einschlagen, außer zum Spaß. Aber das kann schon interessant sein. Ich kriege gerade übrigens mitgeteilt, dass ein reisender Zinn die Kampfkunst der Jedi studiert im Asha-Bogan-System. Okay. Natürlich interessant. Mhm. Würde mich ja fast interessieren, zu was für einem Ergebnis er kommt. Zu was für eine Einschätzung über den Kampfstil der Jedi bekommt. Aber. Ah, hat einen Transportschiff hat er hingeschickt. Mhm. Reisender Zinn. Zinixanok. Meine Güte. Ja. Der Namensgenerator der Einheiten ist teilweise auch so ein bisschen seltsam. Das stimmt. Generell der Namensgenerator, die Zufallsfaktoren. Das ist halt einfach je. Selbst wenn man das super programmiert, man kriegt es einfach nie ganz gut hin. Ich persönlich hätte immer so ein bisschen das Ziel, so die Namen sollten aussprechbar sein. Aussprechbar. Auch ein interessantes Kriterium. Bitte, bitte geben Sie Ihrem Kind nur Namen, die aussprechbar sind. Ja. Am besten sowas wie Fridolin. Ich erinnere mich da an, ja, wie heißt du denn? Pirschelbär. Hä? Pirschelbär? Er hieß Pierre Gilbert. Mmh. Und ihr habt immer Pirschelbär verstanden. Ja. Das Kind hat selber gesagt, dass es so heißen würde. Okay. Also Pirschelbär. Und es hieß aber eigentlich Pierre, ne? Gilbert. Ah, genau. Interessant. Das ist auch so ein ganz tolles Ding, wenn das Kind seinen eigenen Namen nicht mehr aussprechen kann, das ist irgendwie scheiße. Ja, definitiv sogar. Aber die Kinder der Macht, um da die Überleitung zu machen, die sind eher ruhig. Die verhalten sich sehr ruhig. Ganz im Gegensatz zu anderen Kindern. Sie sammeln jetzt gerade mal wieder Transportflotten. In Irtius und Algol fliegen die lange. Haben sie was vor? Hm. Das ist natürlich dann die Frage. So, man kann ja mal, ich mach mal hier ein bisschen. Ich übrigens, ja? Guck mal nach Mios. Waren die Planeten nicht mal besiedelt? Ja. Stimmt. Jetzt die Strigos haben die eine, alle umgebracht. Eine leere, zwei leere tropische Welten, die haben einfach diese Planeten, ja, die haben die ausradiert. Nur noch die Gebäude stehen da. Okay. Nur noch die Gebäude und hier so ein bombardiertes Gelände. Das finde ich übrigens toll, dass durch so Bombardierungen solche Orte entstehen können.
die man sonst ja nur am Anfang des Spiels sieht. Oder auch am Anfang des Spiels sieht. Nicht immer. Die Frage ist jetzt, ob er das System jetzt zurückgibt. Ja, das ist jetzt die Frage. Also, wirst du es tun, Styros? Wirst du dein Vertrauen, deine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen? Entschuldigung. Nicht sterben. Ich versuch's. Oh Mann. Dann guck ich doch einfach mal kurz nach Regor, ob er das auch gerade vernichtet, oder? Da ist die Sklavenspezies nicht mehr drauf. Okay. Da hat er nur Stöbers drauf. Du sagst es. Ach ja, warum ist es bloß ruhig? Ich verstehe es nicht. Wollen wir uns vielleicht mal wieder einen erzählen lassen von irgendwem? Wollen wir uns einen erzählen lassen? Wollen wir dann dabei, ist es vielleicht nicht ganz so ruhig. Wollen wir dabei einen heben? Lasset uns aufstoßen und ins Horn brechen. So. Ja, aber wen hätten wir denn A, eine Weile nicht gesprochen? Und B, wer hätte denn im Moment vielleicht was Interessantes zu erzählen? Ich habe einfach mal angefragt, ob jemand Interesse hätte. Ich würde natürlich gerne noch mal wieder mit den Katzen sprechen, aber die Katzen sind ja nicht mehr an der Macht. Das finde ich sehr schade. Ja, das war so die eine Rasse, wo du immer gesagt hast, also das sind deine Lieblinge. Weil Katzen. Ach genau, das hast du ja gar nicht mitgekriegt. Die letzten freilebenden Rassen, Katzen wurden übrigens gerettet von Irak. Mhm. Die leben jetzt natürlich, in der großen Kuppel. Du rettest ja alle Rassen in der Kuppel. Ja, die haben jetzt eine eigene kleine Kuppel gekriegt. Ach so ist das. Ja, ja. Kommen die unter Sonderbehandlung hier? Ja, sie werden täglich gekrault. Von Irak persönlich. Und ihren Klonen. Und Iraks Klonen. Also so viele Katzen wir das sind, das schafft eine Irak alleine nicht. Das schafft eine Irak alleine nicht. Denn nur 1000 Irak sind gute Irak. Ach, ich rede immer so im Schwachsinn. So, ja, aber wen wollen wir uns denn jetzt mal holen, um mit ihr... Der Lukas, höre ich gerade, möchte gerne mal zu uns. Mal? War er doch gerade erst. Ja, die Wings of Kamdakor? Ja. Mara? Okay. Ja, die Wings of Kamdakor waren gerade, oder was heißt gerade erst, aber als Joki noch mit mir hier war. Okay, ich habe gerade mitgeteilt, die haben eigentlich alle gar nicht so wirklich Zeit, die beschulden sich gerade wild hin und her, wer denn jetzt alles infiziert ist. Aber wollen wir vielleicht, wollen wir dann vielleicht mal ganz heimlich zuhören gehen? Ah ne, das kriegen wir nicht hin, ne? Das ist immer ein bisschen schade. Jetzt müssen wir uns beim nächsten Mal vielleicht einen Weg überlegen, wie wir da lauschen können. Dass wir da irgendwie so einen Lauschbot einbauen, den ich dann mal anzapfen kann. Aber ja, die sind im Moment, wie du schon sagst, die sind beschäftigt, sich gegenseitig zu bezichtigen, infiziert zu sein. Ja, schön ist, die haben ja untereinander auch teilweise Migrationsabkommen, auch die mutmaßlich infizierten Völker. Das heißt, ja, das könnte sich jetzt gut verbreiten. Entschuldigung. Nee, vollkommen in Ordnung. Ja, aber ich bin mal gespannt. Aber bei den Wings of Kamdakor kann ich mich halt noch gut erinnern, deine Beteiligung daran, wie die entstanden sind. Lalala. Ich weiß nicht. Ich will kommen, du hast nichts gesagt. Also du standst nur da, so wie du immer bist, wie Gott dich schuf. Und, nee, das ist falsch, oder? Das ist falsch. Also du standst da ganz unschuldig, in der Ecke, mit nichts Bestimmtem in der Hand oder so. Nein, ich niemals. Wie kommst du darauf, Prost? Also du nicht, jeder andere, aber du nicht. Hey, ich wurde überredet, der Spieler wollte es. Natürlich. Und auf einmal hatte ich irgendwie alle seine Systeme. Ja.
Warum habe ich das Gefühl, das passierte alles, nachdem du ihm einmal tief in die Augen geblickt hast? Wer weiß? Übrigens, bei den Ashariel fliegen gerade überall Transportflotten lang. Irgendwas hat der vor. Überall? Ach du heilige Scheiße, jetzt sehe ich es. Guck mal, Digantu, Starmak, Fuo, Elor. Erzähl. Ah, ich krieg gerade mitgeteilt, das sind Säuberungstruppen, die die auch Jagd nach den Parasiten machen. Ah, okay. Und damit sie halt nirgendwo hinfliegen können, in alle Systeme gleichzeitig. Nette Idee. Absolut, absolut. Gut, du bist aber augenscheinlich der Einzige, der diese Idee hatte. Da müssen wir ein bisschen abwarten, das ergibt sich bestimmt noch. Da bin ich aber auch gespannt, wie erfolgreich er mit diesen Säuberungsaktionen sein wird. Ja, ich habe hier einen Würfel liegen, insofern. ja, ich auch. Aber jetzt einmal, wie war das? Wir würfeln beide mal einen W20. Ja. Ne, W6 reicht ja in der Sekunde auch schon. Bei einer 6 hat das verkackt. Hat er auch. Ja, das stimmt. Okay, ich höre auch gerade, sie lassen ihn die ganze Zeit auf Erfolg würfeln. Bei jedem einzelnen System. Ach ja. Es ist so friedlich, tut was, greift euch gegenseitig an. Ja, ich merke auch, also irgendwie ist die Runde im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlafen. Ob das irgendwas mit uns Moderatoren zu tun hat? Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Na gut, wir haben natürlich für extreme Paranoia jetzt gerade gesorgt. Ja, und das, dann passiert ne? natürlich auch selten was, wenn die Leute alle paranoid sind, weil keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen. Weil was ist, wenn sie Unrecht haben, ne? Ja, warum jetzt? Wenn ich mir gerade mal so angucke, was hier so an Geldwerten bei den Ashariel durchfliegt, ne? Weil jede so eine Flotte sind ja 100 Mineralien. Der gibt gerade ein paar tausend aus. Nicht schnarchen. Bitte was? Ja, genau. Mhm. Oh Gott, ach Gott, ja, das kommt davon, wenn man den ganzen Tag vor dieser komischen Leinwand sitzt und vor sich hin zockt. Ist nicht gut für Körper, Geist und Seele. Du lachst. Ach du, ich habe meinen selben Job gemacht, insofern. Ich sag mal nicht mehr dazu. Wie gesagt, auch diese Folge relativ ruhig. Aber ich bin fest davon überzeugt, das kracht hier noch. Das geht die voll die Party. Hoffen wir mal. Ich habe ja so ein bisschen gedacht, dass die Strygos so ein bisschen mehr um sich schlagen. Aber die haben halt nur die paar Systeme erobert und damit hatte es sich. Ja, und dann war wieder vorbei. Irgendwie ist das gerade Trend, so kleine Aktionen. Jetzt kommt wieder der berühmt-berüchtigte Effekt, wo sich die Zuschauer in den Kommentaren wieder drüber freuen werden. Zuckst? Bitte was? Ich zucke, ja, genau. Okay. Und ich mache so zucke ganz viel, genau.
Sprachkoordination ist jetzt direkt das nächste. Mist, ey. So. Alter, also. Das ist echt nicht normal, wie schnell man vom Wachzustand in diesen Schlafzustand rüberdriften kann. Und das ohne es zu wollen. Das ist schon durchaus nicht ohne. Übrigens, ein Wort, das möchte ich, weil es gerade so ruhig ist, möchte ich eine Sache vielleicht mal auch für die Zuschauer ansprechen. Ganz oft kommt ja die Frage, wie man eigentlich hier mitmachen kann. Ne? Und wenn das auch von Projekt zu Projekt gleich unterschiedlich ist, ist eine Sache doch ziemlich klar. Wir werden ab dem nächsten Mal auf jeden Fall, oder ab beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall auch hier Bewerbungen entgegennehmen. Das heißt, man wird sich dann, glaube ich, wirklich mal dafür bewerben können, in WB06 dann mitmachen zu können. Würde ich jetzt mal vermuten. Und selbstverständlich inklusive von mindestens 3 Rollenspielkonzepten. Je mehr, desto lustiger natürlich. Nur es einfach nur, hey, ich möchte gerne mitmachen, das reicht uns nicht so ganz. Wir hätten dann schon gern zumindest so 2, 3 kurz formulierte Sachen, was ihr euch denn an Volk vorstellt. Und bitte auch unterschiedlich und nicht dreimal, ja, ich will ein Servitor spielen. Das ist doof. Ja, das stimmt allerdings. Das muss man halt irgendwie ausbalancieren. Sonst fliegt man da ganz schnell mit auf die Fresse. Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, mehr als ein Zweizeiler, weniger als 5 Seiten pro Volk. Das ist eine gute Spanne, sag ich mal. Ja, die Konzepte sind sowieso, also ich bin immer dafür, es muss drum gehen, dass halt die Idee rüberkommt. Ne? Wie derjenige das dann schreibt, ob es sehr strukturiert ist oder sehr chaotisch, ist dann eigentlich gar nicht so wichtig. Solange wir halt genau wissen, okay, das ist der und der, der kommt da und daher, der hat das und das Ziel und der Rest ist in Ordnung. Ja. Und es ist in der Sekunde eigentlich auch relativ egal, ob euch einer kennt oder ob wir euch kennen in der Community. Vollkommen egal. Wenn ihr uns überzeugen könnt, ist jeder dabei. Man sieht ja schon allein in dieser Runde sind ein paar alte Hasen dabei, aber auch Leute, die das zum allerersten Mal machen. Oron? Okay, jetzt ist es amtlich. Also ich drifte immer wieder weg. habt ihr mir wieder irgendwas in meinen herrlichen Tee getan? Damit ich wieder mehrere Folgen ausfalle und ihr mir wieder Dinge in die Schuhe schieben könnt? Er war's. Er war's. Ja, ich sag ja, die Statuen sehen nur zufällig so aus wie ich. Ja, gar keinen Zusammenhang. Ich soll übrigens sagen, der reisende Krieger studiert nur die Kampfkunst bei den Strygos im Nachthafen. Okay. Strygos in Nachthafen. Er ist ja sehr tief im Strygos-Gebiet. In der Europe-Station. Nee, aber wie gesagt, also irgendwas hält mich heute wieder gefangen. Liebe Zuschauer, das ist gar nicht so leicht, damit umzugehen. Ah! Jetzt, wo ich die Galaxie so betrachte, das mit der Ringgalaxie war eigentlich eine ganz gute Idee, ne? Ja, doch. Die Verteilung der Systeme ist halt relativ gleichmäßig auch im Galaxiekern. Bei elliptisch kann man das halt leider nicht behaupten. Aber was halt so ein bisschen auffällt, ist, dass in der Theorie so die innersten Systeme, dass die schon einen Kreis formen mit ihrer Verteilung, ne? Ja. Ist halt ein bisschen unterbrochen, aber die Tendenz, da einen geschlossenen Kreis zu bilden, ist auf jeden Fall da. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe es ja, es gibt ja nur noch einige sehr spezifische Lücken und dann ist es ja geschlossen. Da wird, denke ich, mir die Nacht für jedes wieder bringen. Auch in Bezug darauf, dass mein Bruder, wenn er dann gerne irgendwie so... Oh, jetzt fange ich an, leiser zu werden. Oh. Ich, ohne Witz, jetzt habe ich es bewusst miterlebt, wie ich weggedämmert bin. Es hat mich so eingelullt. Okay. Es hat mich so eingelullt. Und dann ganz langsam so, langsamer werden, leiser werden. Hallo. fehlt dann nur noch dieses Halbschlafgebrabbel. Dieses, ich hab euch so lieb. Am besten noch so im ASMR-Style, wem das jetzt was sagt.
So mit so richtig dem Eindruck, wenn man jetzt noch Kopfhörer auf hätte, könnte man so richtig hören, auf welcher Seite ich das reinflüstere. Nein, ich habe aber nur ein ganz normales Mikro. Das kann nur eine Spur aufnehmen. Das heißt, das würde bei mir überhaupt nicht funktionieren. Nee. Gut, aber ich merke schon, ich fange an, Schwachsinn zu erzählen. Okay, Abschluss. Ja. Für diese Folge Abschlussfazit. Es ist nicht viel passiert, aber wir haben gesehen, wie der Krieg gegen die Reiter geendet ist und was er für Folgen hatte. Wir sind immer noch gespannt, ob das kleine Reich hier unten, das kleine System, also Mios, ob das schlussendlich wiedergegeben werden wird, den Ashariel oder was auch immer damit passiert. Es ist sonst nicht viel passiert, aber ich bin der festen Überzeugung, Freunde, das ist nur dieses große Atemholen. Da kommt bald der große Knall. Was sagst du dazu, Kari? Auf jeden Fall. Ich bin halt gerade immer noch relativ fasziniert von der Verteilung im Holy Ashariel Empire mit den Transportflotten. Der ist wirklich dabei, alle Systeme abzudecken. Das finde ich ziemlich krass. Ja. So schützt man sich eigentlich ganz gut gegen Eroberungen, weil wenn man dann noch schnell ein paar Truppen auf den Planeten entsendet, ne? Ja, gut, also schauen wir mal, was draus wird. Eben, es ist ein Rätsel. Im Moment sind sich alle immer noch gegenseitig am Beschuldigen, sie wären doch die Bösen und infiziert und überhaupt. Finde ich recht lustig. Also eine Galaxie im Streit, so enden wir heute. Die Galaxie ist im Streit, wer ist die Ursache, wer ist der Verursacher und spielt das am Ende vielleicht überhaupt gar keine Rolle, weil ne, die Parasiten am Ende sonst gewinnen, wenn jetzt nicht bald mal jemand die Reißleine zieht. Moment mal kurz. Hört ihr das? Ich habe gerade was bei dir klimpern hören. Ja, irgendwoher kam jetzt hier Musik. Aber ich weiß nicht woher. Mein Handy ist nämlich auf stumm geschaltet. Der Computer ist ja an. Das würdet ihr in der Aufnahme würde man das dann hören. Also wirklich als Teil des Computersounds. Aber hier kam gerade von einer unbekannten Quelle Musik von irgendwoher. Und ich habe keine Ahnung. So viel zum Thema Paranoid? Ne, Paranoid und Halluzinationen und ja, keine Ahnung. Aber eben, mit dieser streitenden, paranoiden Galaxie und der Frage, wo das noch hinführen wird, enden wir dann endlich auch für heute und sehen uns dann im nächsten Part, liebe Freunde. Macht's gut. Ciao. Tschüss.